Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben hier eine Initiative, die Richtung Bundesebene zielt, und sie zielt gegen die Kopfpauschale, gegen die Kopfprämie, und sie setzt sich für eine solidarische Bürgerversicherung ein. Alles dieses können wir grundsätzlich sehr eindeutig begrüßen, und ich auch gleich vorneweg, wir werden dem Antrag zustimmen. Auflockernden Anfang hat die FDP ja zum Teil geliefert mit ihren Wortschöpfungen. Das Ganze heißt dann ein Prämienmodell oder Gesundheitspauschale. Also das hört sich richtig gut an. Wenn ich also für einen kleinen Pauschalbetrag gesund bleiben kann, bin ich zufrieden. Und Prämienmodell, das ist natürlich das, wo man denkt, man kriegt was, ne? Also tolle Sache, was man da so sprachschöpfungsmäßig machen kann. In Wirklichkeit ist es tatsächlich der Einstieg in eine unsolidarische Finanzierung, dass alle das Gleiche zahlen, ob man reich ist oder arm. Und nur wer dann absolut auf Hartz IV ist, kriegt dann so viel dazu, dass er gerade eben noch drei Zähne im Mund behalten kann. Das ist doch das Konzept, was dahinter steckt. Das müssen wir verhindern, das werden wir verhindern auf Bundesebene. Und es stimmt, wenn Rot-Grün hier, wenn hier von im Antrag der Roten und der Grünen Fraktion drin steht, dass die Zusatzbeiträge, die jetzt kassiert werden, hier ein wichtiger Schritt sind. Und wenn gesagt wird, dass es abzusehen ist, dass die nicht länger begrenzt werden können, dann würde ich sagen, sie sollen nicht steigen. Lassen Sie uns gemeinsam uns dafür einsetzen, dass das verhindert wird. Es ist abzusehen, dass man sie versuchen wird, weiter zu erhöhen. Aber ob Sie es schaffen, das bleibt noch offen. Machen Sie mit uns in Berlin ordentliche Oppositionsarbeit mit den Gewerkschaften zusammen, dann können wir das auch verhindern. Wenn Sie hier schon schreiben, wahrscheinlich steigt das an, dann geben Sie ja schon auf. Wo kämen wir denn hin, wenn wir Linken aufgeben würden? Und Sie sollen es auch nicht tun. Also da müssen wir versuchen, wo wir wirklich mal eine gemeinsame Basis haben, eben auch mit den Gewerkschaften, hier einen Stopp zu setzen und eine solidarische Bürgerversicherung dann nach vorne hin zu fordern und durchzusetzen. Solidarische Bürgerversicherung, die beinhaltet nach unserer Meinung, und das haben Sie wahrscheinlich, Frau Hoch, gemeint, die beinhaltet nach unserer Versicherung, ich zitiere aus unserem entsprechenden bundesweiten Programm für eine solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, die private Krankenversicherung wird auf Zusatzversicherungen beschränkt. Das Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung in Deutschland ist Unsinn. Falls Sie das meinen mit Einheitsversicherung, muss ich sagen, Karl Lauterbach sympathischerweise vertritt seit langem, soweit ich weiß, und intensiv genau diese Position. Und das sollten wir auch gemeinsam bei nächster Gelegenheit durchsetzen. Für diejenigen, denen das nicht so geläufig ist, diese Bürgerversicherung, die ja auch versucht wird, von Schwarz-Gelb zu dämonisieren, nochmal konkret aus unserer Programmatik. Alle zahlen 10% des Einkommens. Bei Einkommen aus Löhnen zahlt der Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge. Das heißt für viele eine erhebliche Senkung der Kosten. Es können aber alle notwendigen Leistungen damit finanziert werden. Es kann auch die Praxisgebühr und Zuzahlungen abgeschafft werden. Es wird außerdem die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft, was es in anderen Ländern in Europa durchaus gibt, dass nämlich diejenigen, die viel verdienen, auch viel einzahlen. Und alle gemeinsam, das ist der Weg. Natürlich, das gebe ich zu, Frau Mollöhnmann, es ist ein Stück weit eine Umverteilung, und zwar in dem Sinne, dass es mal von oben nach unten umverteilt wird. Ich bitte höflich um Verständnis, nachdem es Jahre und Jahrzehnte in die andere Richtung umverteilt wurde. Jedenfalls ist das das, was die Daten sehr eindeutig hergeben, nach unserer Meinung. Und was auch mit dem FDP-Konzept, was wir hier ablehnen, weiterverfolgt werden soll. Und dieses unterstützen wir selbstverständlich, wenn dies hier gefordert wird, auch wenn der Kollege von der FDP, ich habe eben Zwischenruf gesagt, wo er recht hat, hat er recht, Frau Mollöhnmann hat es auch angesprochen, viele Teile, die Sie hier beklagen, haben Sie selber schon angefangen in rot-grüner Regierungszeit. Da haben die Oppositionsseite von dieser, von mir aus gesehen, rechten Seite des Hauses recht. Da haben Sie mit angefangen, und das wird hier im Antrag so ein klein bisschen schön färberisch so getan, als geht das jetzt erst los mit der Privatisierung der Gesundheitsrisiken. Jedoch, wir unterstützen den Antrag, weil die Richtung stimmt und weil wir der Meinung sind, dass wir sie fördern und fordern wollen. Deswegen unterstützen wir diesen Antrag. Danke. Das Wort hat der Abgeordnete Brummer, Fraktion der